Ihr Lieben, heute möchte ich mich mit Bernd über Bienenkrankheiten und Bienenschädlinge unterhalten. Herzlich willkommen, lieber Bernd. Ja, ich danke dir, liebe Ani. Ich grüße dich und auch alle Zuhörer, Zuschauer hier. Seid da alle ganz herzlich gegrüßt. Ja, ein nicht so schönes Thema, Bienenkrankheiten und Schädlinge, aber jo, es gibt Dinge, da muss man mit klarkommen irgendwie. Naja, Krankheiten gehören ja irgendwo dazu. Es geht uns Menschen da ja noch nicht anders. Und ja, wie man dem am besten bei Bienen entgegenwirken kann, da hast du sicher auch ein paar wertvolle Tipps für uns. Mit was für Schädlingen hast du dich denn schon befasst? Ja, im Prinzip ist es ja alles das Gleiche, was uns als Bienenhalter betrifft, als Bienenväter und Bienenmütter. Gerade jetzt im Winter ist ganz aktuell die Möglichkeit, dass Mäuse in die Kästen eindringen. Also ich habe da jetzt gerade in den letzten Wochen, bevor der Frost kam, habe ich noch mal, also ich habe Fluglochkeile drin aus Holz, die so schmal sind, dass Mäuse eigentlich nicht durchkommen könnten, die das Flugloch so in der Höhe einengen, dass eigentlich keine Maus durchkommen sollte. Aber ich habe aus Sicherheitsgründen nochmal so ein Drahtgitter, wo nur Arbeitsbienen durchpassen, vorgemacht, festgemacht an den Fluglöchern, dass garantiert keine Maus reinkommt. Die Mäuse sind in der Regel insofern gefährlich für die Bienen, dass die Unruhe reinbringen. Es ist gar nicht mal, dass die da so groß drin rumwildern im Regelfall. Ich habe schon, wenn ich mal vergessen habe, ein Gitter vorzumachen oder kein Gitter mehr hatte und wenn ich auf den Keil vertraut habe oder mal auch, dass der Keil irgendwie rausgemacht wurde. Es kommt manchmal vor an Außenständen, dass da irgendwer dran rumspielt und dann gehen die Mäuse rein. Dann hat man irgendwo die Waben weggefressen in der Ecke unten und oftmals Blätter drin und Nussschalen und sowas. Die bauen sich da dann ihr Nest und legen sich da rein. Und das kann die Bienen insofern stören. Also Bienen sind ja sehr empfindlich bei Geräuschen. Spechte und dergleichen, die können da auch eben halt Vibrationen erzeugen, dass die Winterruhe so gestört wird, dass sich die Traube auflöst und dass die Bienen dadurch eingehen. Und das ist die Hauptgefahr halt bei Mäusen. Mal davon abgesehen, dass Mäusekacke im Kasten und eben teils zerfressene Waben nicht schön sind. Ne? Ja, nee, das ganz bestimmt nicht. Ich hätte jetzt eigentlich eher daran gedacht, dass die sich an dem Honig vergreifen. Nee, also ich hatte es bisher, es mag andere Erfahrungen geben bei anderen Bienenhaltern, aber bei mir war es bis jetzt so, wenn die Mäuse reingegangen sind, die haben sich da ein Stück Waben rausgefressen unten in der Ecke am Rand irgendwo. An die Bienen gehen sie ja nicht ran, weil die können auch am Rand der Wintertraube ihren Stachel ausfahren. Die sind zwar ein bisschen eingeschränkt, je kälter es ist, aber ja, im Kern der Traube halten die auch im Winter 22 bis 25 Grad und sind da agil, deshalb sind die Mäuse meistens nur so eine Art Zaungäste, die eben halt nur die Waben beschädigen und im schlimmsten Fall die Bienen derart stören, dass sich die Wintertraube auflöst und die Bienen eingehen. Genau, das ist so das Hauptding im Winter. Und stechen tun die die nicht? Ja, wenn die der Traube zu nahe kommen oder wenn es nicht zu kalt ist, die Bienen sind ja agil, also die halten ja die Wärme im Kasten und aber wie gesagt, wenn es so richtig kalt ist und die Bienen da sich ganz eng zur Traube zusammengezogen haben, dann kann die Maus stichfrei sich unten einnisten im Kasten. Ist ja auch, wenn man, es kommt ja auch auf die Kastenart drauf an. Ich habe ja nun die Dadant-Beute mit den Großwaben und viele haben ja dann Deutsch-Normalmaß oder Zander oder Varee und die haben überwintern meistens, nicht immer, aber meistens auf zwei Bruträumen und wenn die Bienentraube oben ist, dann können die da unten reingehen und sich da einnisten. Ja, ist ja auch schnuckelig warm, kann man im Winter auch sehr gut verstehen. Genau, ja, die Mäuse wollen ja auch leben, ne? Aber ist halt nicht so schön für uns als Imker. Also im Moment würde ich da gerne noch reinkriechen. Jetzt, wo es hier so kalt ist. Ja, bei uns ist es auch ganz schön kalt. Also wir haben jetzt die nächsten Nächte geht es hier bis minus 17, 18 Grad runter. Bei uns im westlichen Allgäu. Wir hatten jetzt 2 Tage mit Eisregen, wo
bodennahe Kaltluft war, teilweise Frostluft, und dann hat es ordentlich geregnet drauf. Also es war da alles mit einer 1 Zentimeter dicken Eisschicht überzogen. Jetzt ist das ein Schneeübergang, jetzt haben wir eine ordentliche Packe Schnee gekriegt und jetzt kommen dann, jetzt gehen die Wolken und dann, ja, bei klarem Wetter kühlt es da aus und dann geht es da bis minus 18 Grad über dem Schnee runter. Ja, und dann sind die Mäuse ja noch agil und wenn die dann da einen nicht geschützten Kasten finden, dann gehen die natürlich gerne da rein. Ne? Ja, sehr verständlich. Neben den Mäusen, lieber Bernd, was hast du da noch für Schädlinge? Ja, das häufigste, womit man zu tun hat, das ist die Wachsmotte. Also die Wachsmotte, es gibt keinen Ort, wo die nicht hinkommt. Also man kann die Waben im Keller hinter Brandschutztüren verbunkern und alles zu. Irgendwo sind immer Eier von der Wachsmotte und die breitet sich dann aus. Und ich glaube, es gibt keinen Bienenhalter, der nicht schon mal so einen Wachsmotteneinbruch erlebt hat. Dann hast du die Waben irgendwo verbunkert, denkst, da kommt nichts ran und dann gehst du irgendwann in den Keller runter, wo deine Wabentürme sind und dann riecht es schon so leicht süßlich und dann kommst du da rein und wenn die Kästen nicht dicht waren, dann flattern da schon die Motten rum. Ansonsten machst du die Kästen auf und dann hast du da die Gespinste und Fressgänge und ja, die knabbern sogar Holz an, Styroporbeuten auch und überall die Maden hast du dann und den Milbenkot und einfach nur Gespinste. Also meistens, wenn du da so eine leere Zarge, also eine Zarge hast mit Leerwaben, die kannst du dann am Block rausnehmen, weil alles versponnen und verwoben ist, wenn du das nicht rechtzeitig merkst. Ne? Inwiefern schadet die jetzt komplett? Ja, man braucht ja immer, es ist ja immer gut, wenn man ein paar ausgebaute Leerwaben hat. Ne? Also ein gesundes Bienenvolk kommt mit den Wachsmotten klar. Die sind auch am Rand im Kasten. Man hat manchmal auch in Bienenvölkern so, wo irgendwelche Ritzen sind, dann hat man schon mal so ein Gespinst und so eine Made, die da lang krabbelt. Aber gesunden, starken Bienenvolk kann die Wachsmotte nichts anhaben. Aber die Wachsmotte hat in der Natur einen Sinn. Wenn wir jetzt mal in die Geschichte zurückgehen, als Bienen noch in hohlen Bäumen gelebt haben, dann, ja, so ein Bienenvolk, wenn es mal nicht überlebt, dann ist da das alte Wachs und gammelt vor sich hin. Ja, und die Motte, die reinigt das Ganze wieder. Die macht das alte Wabenwerk platt, zerfrisst das da komplett. Ja, und dann kommen die Bienen und können neu bauen, wenn da ein neuer Schwarm einzieht in so eine Höhle. Ne? Also die Wachsmotte hat durchaus in der Natur einen Sinn, ist halt nur in unserer modernen Imkerei halt, wenn wir unsere Waben fürs nächste Jahr brauchen, wenn wir da was aufheben, ist es natürlich sehr lästig und unschön. Deshalb alte Waben, gammelige Waben, die ernähren sich von den Gespinsten, von den Zellwänden, also von bebrüteten Waben auf unbebrüteten Waben. Daran haben die Wachsmotten in der Regel keine Freude. Da finden sie auch nichts, wovon die sich ernähren. Aber so bebrütete Waben sind halt ein Leckerbissen für die. Und das riechen die und die kommen da überall hin, egal wie gut man es verbunkert. Und ja, dann hat man schon mal seine Überraschung. Ne? Deshalb Altwaben, ja, Zugluft mögen die Motten nicht und Temperaturen unter 10 Grad, unter 9 Grad. Also wenn man die kühl lagert oder Wabentürme baut, die oben und unten offen sind, wo immer Zugluft ist, das mögen die Motten auch nicht. Aber ja, ansonsten kommen die da und machen ihr Werk, halt wie es von der Natur vorgesehen ist. Ja, sehr interessant. Und gut zu wissen, dass Zugluft hilft und die Temperaturen. Ja, also wenn man jetzt einen großen Kühlraum hätte zum warmen Lagern, bräuchte man sich keine Gedanken machen. Aber sobald es eine gewisse Temperatur hat, so je wärmer es ist, desto besser vermehren sich da die Wachsmotten und machen da krasse Spuren, hinterlassen die. Ja, hast du da noch ein Bild für uns? Dann blende ich das gleich gerne mit ein. Ja, ich schaue mal, ob ich da was finde. Also ja, ich selbst habe keins, aber vielleicht finden wir mal irgendwo eins oder stellt uns jemand eins zur Verfügung. Ja, genau. Dankeschön. Das Ganze lebt ihr ja auch vom Mitmachen. Genau. Ja. So, jetzt haben wir ja schon zwei miese, fiese Schädlinge ausgemacht. Also die Maus und die Wachsmotte. Welche Schädlinge kannst du noch aufführen? Ja, im Moment wird immer mehr thematisiert das Thema des Beutenkäfers.
Der ist da von, ich glaube, von Afrika nach Süditalien schon vorgedrungen. Ja, und der ernährt sich von Larven, von Wabenwerk. Also der soll wirklich da richtig Tabula Rasa machen, habe ich gehört. Also es gibt noch keine Erfahrung. Mäuse-Wachsmotten habe ich eigene Erfahrung. Beutenkäfer ist auch im Gegensatz zur Wachsmotte, ja, natürlich zu Mäusen, nicht zeige- oder meldepflichtig. Und der Beutenkäfer, wenn der hier gesichtet wird, dann wird Alarm geschlagen, ne? Dann, ja, dann, wenn der hier auftaucht in Deutschland, dann wird es richtig Alarm geben in der Imkerschaft und bei den Veterinärämtern. Und ja, also ja, die Meinungen gehen auseinander. Ich habe auch schon gelesen, dass der gar nicht so viel Schaden machen soll, aber ja, die Masse, es gibt da schon gewisse Ängste in der Imkerschaft, dass der hier eingeschleppt wird, auch durch Bienenimporte oder wie auch immer. Ja. Wie gesagt, passieren kann da immer mal was. Ja. Ja, das ist ja wie mit dem Springkraut. Einerseits ein Segen und anders wird sich darüber aufgeregt. Ja, genau. Ich sehe es als Segen, aber manche sehen es als Fluch. Und wenn der Beutenkäfer so ist, wie man berichtet, dann wäre das schon nicht schön, wenn der hier ankommen würde, ne? Aber man ist gewarnt, es wird hingeguckt, dass so ein kleiner Käfer so mit, ja, mit stockförmigen Fühlern, so einen halben Zentimeter groß, braun-schwarz. Und ja, es gibt auch Fallen, wo man den dann nachweisen kann. Aber wie gesagt, da gibt es noch keine Erfahrungswerte, zum Glück noch nicht. Und ja, Angst ist immer ein schlechter Berater. Wollen wir mal sehen, was da passiert. Ja, ich denke, da werden die Bienen auch mit fertig. Gut, bis jetzt haben wir für alles Wege gefunden, ne? Irgendwas gibt es immer. Und wenn er wirklich hier ankommen sollte eines Tages, dann finden wir da auch Mittel und Wege, um damit klarzukommen. Und letztendlich sind die Bienen ja auch immer angehalten oder über die Auslese bei den Bienen, dass man vielleicht mit klarkommt. Aber wie gesagt, es gibt keine Erfahrungswerte. Da dürfen wir mal schauen, wie das sich entwickelt an dieser Front. Ja, da bleiben wir am Ball. Ja, genau. Von welchen Schädlingen kannst du uns noch berichten? Ja gut, ich habe jetzt ganz bewusst das Hauptthema ausgelassen. Also wenn man jetzt, ja, sei es, man kommt zu Imkertreffen hin, man liest in Imkerforen, man guckt sich YouTube-Videos von Imkern an, Land auf, Land ab wird von der Varroamilbe gesprochen und geschrieben und diskutiert und lamentiert. Und ja, die Varroamilbe, ich habe noch in meinen Anfangsjahren des Imkers, Anfang der 80er Jahre, habe ich noch eine Zeit erlebt, wo die Milbe nicht da war. Und ich habe erlebt, wie sie plötzlich dann da war. Das war erstmal ein großer Schock. Damals gab es dann von Firma Bayer dann die Chemie als erstes. Die war natürlich sofort da. Böse Zungen behaupten ja auch, dass, ja, will ich mich nicht zu äußern, aber naja, auf jeden Fall war die Chemie schnell da und man hat da nicht hinterfragt am Anfang. Da war die böse Milbe. Und ja, letztendlich, was ich immer so ein bisschen bemängle, ist, man denkt da zu viel in Problemen anstatt in Lösungen. Ja, also da gibt es, wenn du über eine Imkermesse gehst, ich war jetzt auf der Eurobee in Friedrichshafen, ganz tolle Messe, viele Aussteller, aber ein Großteil der Aussteller befassen sich eben halt mit der Milbenbekämpfung, ne? Also da gibt es dann thermische Behandlung durch Wärme, dann verschiedene organische Säuren, was auch bio zugelassen ist, Oxalsäure, Ameisensäure, eine schwächere Form davon, Milchsäure. Es gibt auf Thymianbasis, Thymolbasis gibt es pflanzliche Präparate. Ja, es wird viel mit irgendwelchen Präparaten rumgedoktert. Chemie gibt es natürlich auch. Es wird sich um die Behandlungsform gestritten. Zum Beispiel durfte ich in Österreich, ich habe ja auch mal ein Jahr in Österreich geimkert und durfte ich das mal kennenlernen, wie das ist mit der Oxalsäureverdampfung. Ist überall auf der Erde, soweit ich weiß, zugelassen, nur hier in der BR Deutschland nicht. Weil wir deutschen Imker zu blöd sind, mit Oxalsäureverdampfung umzugehen. Wir würden es damit garantiert ins Jenseits befördern. Und aufgrund der Anwendersicherheit ist es nicht, noch nicht erlaubt, soweit ich weiß.
Es muss auch immer irgendjemand ein Präparat entwickeln zur Verdampfung, zum Beispiel jetzt wäre das, kostet viel Geld und ja, da muss natürlich jede Firma muss natürlich sehen, dass das, was sie investieren für so ein Zulassungsverfahren, auch dann am Ende sich rechnet. Ne? Und deshalb gibt es das noch nicht und Anwendersicherheit wird vorgeschoben. Ein anderer Ansatz ist die Zuchtauslese. Und da gibt es gerade von den, ich glaube, die Backfastimker sind da sehr weit. Die haben da schon Varroa-resistente Bienen am Start, wo das teilweise sehr gut gelingt, dass die Bienen sich selber der Milbe entledigen. Da gibt es auf jeden Fall Zuchtprogramme, die sind da sehr aktiv. Ja, das ist ein ganz guter Ansatz. Und ich denke auch, ja, man sollte nicht in Problemen denken, sondern in Lösungen. Und das wird dort sehr stark gemacht, dass eben halt die Varroa-Resistenz der Bienen gefördert wird durch Zuchtauslese. Und das ist auf lange Sicht oder mittelfristig sollte das Erfolge bringen, die nachhaltig sind, anstatt immer rumzudoktern. Chemie will keiner, aber auch organische Säuren. Ist nicht schön, ne? Lieber auch mal ein paar Verluste in Kauf nehmen, aber letztendlich diese Varroa-Resistenz der Bienen. Das ist quasi, die Milbe kriegen wir nicht mehr weg. Von daher ist es gut, wenn die Bienen einfach damit klarkommen. Das ist ja eigentlich auch das Natürlichste. Das ist der Genau. natürlichste Weg, dass die Bienen sich dort selber helfen durch natürliche Auslese. Ja, ganz genau, das ist der Weg. Ja. Aber wie gesagt, immer in Lösungen denken, nicht in Problemen. Und es gibt natürlich auch noch andere Ansätze. Also zum Beispiel habe ich auf der Messe hier aus Dänemark kommt das optimalbees.com Schilf-Holzbeuten, wo das übers Klima ist. Also in diesen Kästen gibt es ein Klima, wo die Varroa sich nur sehr schwach vermehren kann. Ja, über diese Klimatisierung. Und das gibt es auch in Rundbeuten teilweise. Also das ist noch ein zweiter Ansatz. Ne? Neben der Zuchtauslese bei den Bienen ist eben halt eine Beute, ein Bienenkasten, der wirklich ein Klima will, bietet, wo die Bienen, wo die Biene sich sehr wohl fühlt, aber die Milbe nicht. Und wo auch hier in der Broschüre ist der Bücherskorpion, der soll angeblich auch Milben töten, wurde gezeigt, ist noch nicht bewiesen, aber ja, auf jeden Fall, früher gab es in jedem Kasten Bücherskorpione. Heute durch die organischen Säuren wird er mit abgeräumt. Und selbst wenn er keine Varroamilben tötet, der Bücherskorpion, der räumt halt auf. Die ganzen kleinen Lebewesen haben auch ihre Berechtigung, genau. Und das, ja, wie gesagt, die Ansätze, Zuchtauslese, vernünftige Kästen, ökologische, guten Klima, ja, das ist die Zukunft. Da darf es hingehen. Ja, das sehe ich auch so. Ja, jetzt haben wir schon sehr viel über diese Schädlinge gesprochen. Hast du dann noch mehr Schädlinge, die du nennen könntest? Ja, an Schädlingen fällt mir jetzt so spontan nichts mehr ein. Ich bin ja mal wieder wie immer so sehr unvorbereitet in unser Gespräch heute gegangen und aber es ist Und du machst das immer wieder ganz fabelhaft. ja immer aus dem Bauch heraus am liebsten alles und wenn es vielleicht auch nicht so ganz perfekt und hundertprozentig ist, aber es ist halt das, was ich weiß, gebe ich gerne weiter, teile ich gerne und ja, Schädlinge fallen mir jetzt direkt keine ein. Dann gibt es aber halt noch sogenannte Krankheiten, die natürlich auch teilweise durch Mikroben ausgelöst werden. Also ja, da gibt es, tasten wir uns genau wie bei den Schädlingen mal an die Krönung aller Krankheiten so langsam ran. Ja, die Nosema ist ein parasitärer Einzeller, der im Darm bei den Bienen ist und den Darmbeschwerden macht und ja, ist oft im Frühjahr mal der Fall, dass die Bienen da Durchfall haben oder das regelt sich eigentlich bei gesunden Völkern recht schnell wieder. Ja, es ist jetzt, gibt natürlich Bienen, die sind da anfälliger als andere. Das muss man im Auge behalten, aber oft gibt sich das wieder. Da muss man jetzt meistens gar nichts machen. Zum Also Beispiel. es gibt tatsächlich Bienendurchfall, das höre ich auch das erste Mal. Ja, genau. Das ist ja die Ruhe und Nosema ist eben halt ein Ding. Ne? Ja.
Genau. Ja, gibt Sachen, die regeln sich von alleine wieder und es gibt Sachen, da muss man wirklich dann schon gut hinschauen. Also zum Beispiel die Tracheenmilbe ist ein Thema. Das ist so eine kleine Milbe, die sich an den oberen Luftröhren sozusagen der Bienen reinbohrt und die Bienen schwächt, aussaugt und die Flugfähigkeit nimmt. Ja, muss man im Auge behalten, aber ist eigentlich auch was, was relativ selten auftritt. In England hat es mal die ganze Population, also fast die komplette Population der Bienen vernichtet, diese Tracheenmilbe. Daraufhin hat der deutsche Mönch Bruder Adam, Karl Kerle aus Biberach hier, gar nicht weit weg von mir, der da ins Kloster Backfast gegangen ist und die Imkerei übernommen hat, der hat dann die Backfastbiene gezüchtet aus verschiedenen Sorten und ja, quasi damit in England die Imkerei sozusagen gerettet. Also weil die Backfastbienen da nicht anfällig waren gegen die Tracheenmilbe, konnte er mit denen erfolgreich imkern, während die einheimische englische Biene da ja so ziemlich in die Knie gegangen ist drunter. Genau. Da ist ja aber auch eine schiese Angelegenheit, was die da gemacht hat. Ja. Also, Aber hier das bei ist. uns ist die nicht so das Thema. Also ich habe zumindest noch nie damit zu tun gehabt, weder mit Nosema noch mit Tracheenmilbe, ja. Ja, aber sehr interessant, das überhaupt mal zu erfahren, dass es eine Tracheenmilbe gibt. Ja. Ja, ansonsten, was haben wir noch? Die Sackbrut, ist was Virales, da wird die Häutung gestört und ja, die Puppen wachsen nicht in den Zellen weiter. Ja. Was ist da der Auslöser? Das ist was Virales, also sogenannte Viren. Kann es auch nicht genau sagen. Ich hatte selbst damit noch nichts zu tun. Ne? Das ist genauso. Das nächste ist halt die Kalkbrut. Die Kalkbrut, da gibt es Völker, die anfälliger sind. Also die ursprünglich einheimische Biene, die dunkle Biene, war relativ anfällig für die Kalkbrut. Da trocknen die Larven in der Zelle ein. Also es ist ein Pilz und das verschorft dann und ja, Pilze haben Sporen, das breitet sich aus. Meistens ist es dann ganz gut, wenn man die Waben rosnet und neue Königin rein, also weil das ist, ja, Königintausch ist da so. Hatte ich jetzt auch noch nichts mit zu tun mit der Kalkbrut. Kann ich auch nicht mehr zu sagen. Aber es kommt gelegentlich mal vor. Das ist besonders, wenn es ja, wenn es kalt und feucht ist. Also so. Ja. Aber starke Völker, die gut ihren Kasten klimatisieren, haben wir auch wieder das Thema, dass eben halt ein gutes Umfeld, eine gute Bienenwohnung da auch sicherlich zu beiträgt, dass sowas nicht auftritt. Und ja, eben halt man bei den Bienen darauf achtet, dass man wenig kalkbrutanfällige Bienen hält. Ne? Ja. Ja, interessant. Auch dieser Pilzbefall. Ja, genau. Und ja, das nächste wäre dann eben halt die europäische Faulbrut oder die gutartige Faulbrut, auch Sauerbrut genannt. Es ist ein Bakterium, das junge Larven befällt und die werden dann, ja, die sterben dann ab in den Zellen. Das riecht dann auch recht säuerlich und ja, es gibt so einen, wenn man da mit dem Streichholz reingeht, dann zieht sich so ein brauner Schleim raus, der eben halt auch sauer riecht und ja, ist aber jetzt nicht so weit, ist vielleicht verbreitet, aber das ist nichts, wo die Völker jetzt dran kaputt gehen, man durch eine gute Wabenhygiene allgemein sollte da es keine Probleme geben. Hatte ich auch noch nichts mit zu tun. Ja, soweit ich weiß, nee, ich hatte, ja doch, ich hatte, ich, doch hatte ich mal, ja genau, bei einem Volk vor, ja, Anfang der 80er Jahre hatte ich mal diese Form der Faulbrut, die europäische. Aber das hat sich von selbst wieder gegeben. Da musste ich gar nichts groß machen. Ich habe die Waben aussortiert. Und dann war das auch schnell wieder gut gewesen. Ne? Ja.
Ja. Und warum ist das eine gutartige Faulbrut? Das ist was die Bezeichnung. Also gut ist es natürlich nicht, wenn man sowas drin hat, so eine Sauerbrut oder europäische Faulbrut. Aber wenn wir jetzt mal die bösartige Faulbrut nehmen, wird auch amerikanische Faulbrut genannt. Entschuldigung. Die kommt nicht aus Amerika, aber der, die quasi entdeckt hat, ist ein Amerikaner gewesen und deshalb heißt die auch amerikanische Faulbrut oder bösartige Faulbrut. Und ja, das ist natürlich der absolute Hammer. Ist auch anzeigepflichtig. Und ja, früher wurden Völker, die mit der amerikanischen Faulbrut befallen waren, vernichtet. Also da kam das Veterinäramt und dann wurde alles auf den Scheiterhaufen geschmissen und verbrannt. Heutzutage gibt es Möglichkeiten, mit AFB, amerikanisch Faulbrut, AFB befallene Völker zu sanieren über Kunstschwärme. Man muss dann nur noch das, also man fegt die Bienen ab, lässt sie in Kellerhaft, dass die Därme sich leeren quasi, dass da keine Sporen mehr drin sein. Also es ist ein Bakterium, die amerikanische Faulbrut. Und dieses Bakterium bildet dann Sporen, die hochgradig ansteckend sind. Ich hatte es in einem früheren Video schon mal erwähnt, dass man auf jeden Fall, wer jetzt Honig hat, nicht die Gläser zum Ausschlecken für die Bienen hinstellt oder unausgewaschen in Altglascontainer packt, immer heiß ausspülen vorher und Bienen nicht mit Honig füttern, weil selbst Bio-Honig aus anderen Ländern ist oftmals mit diesen Sporen befallen und die Bienen können sich das da einschleppen. Was passiert, wenn die AFB, die bösartige Faulbrut, festgestellt wird? Dann kommt der Veterinär. Dann wird die Sanierung besprochen und es gibt einen Sperrbezirk. Da dürfen dann keine Bienen reingebracht werden, rausgebracht werden. Also da wird dann erstmal alles eingefroren, jede Bewegung von Bienen. Alle Stände werden untersucht, ob sich das ausgebreitet hat. Und ja, und dann geht es, wie gesagt, an die Sanierung. Das völlige Abtöten wird in der Regel nicht mehr angeordnet. Kann vereinzelt nochmal kommen, aber normalerweise ist, wenn das Wabenwerk vernichtet wird, eingeschmolzen wird, aussortiert wird und über Kunstschwarm eine Sanierung gemacht wird, dürfte das da ohne das Vernichten der Völker vonstatten gehen, ja. Klingt fast wie so ein Geheimdienst. Ja, es ist aber, ich meine, ich bin ja immer sehr skeptisch, was Behörden, die Behördeten und Ämter betrifft. Aber ja, es ist schon wichtig ist natürlich die Eigenverantwortung der Imker und das Hinschauen. Und wir können von diesen ganzen Krankheiten, können wir natürlich viel machen, indem wir immer starke junge Völker haben, dass wir in den Bienenkästen, egal welcher Bauart, man muss jetzt nicht die super teure Ökobeute haben, man kann darauf achten, dass man ein gutes Klima in der Beute hält, indem man bei der Dand vielleicht Strohschiede benutzt, so eine Art Diffusionszarge oder Klimadeckel, sowas, dass eben halt gesunde, starke Völker existieren, dass man immer für Jungvolkbildung sorgt, Königin eben halt zur Not rechtzeitig austauscht. Man kann da ganz viel machen, eben halt über Wabenhygiene, dass man Bienen lieben alte Waben und man muss jetzt nicht eine braune Wabe gleich aussortieren. Aber wenn sie richtig dunkelschwarz ist, kommt irgendwann der Tag, auch wenn die Bienen die noch so mögen, dass man vielleicht mal das Wabenwerk dann austauscht gegen junge Waben und halt eine gewisse Hygiene allgemein einhält. Ne? Ja, die mögen ja ihren eigenen Mief. Ja, genau. Ja, das hast du gut gesagt. Ja. Die mögen das. Ne? Das ist genauso wie sie Kästen gut finden, wenn jetzt ein Schwarm loszieht, der findet einen Kasten gut, wo es nach Wachsmotte müffelt. Da wissen sie, oh, da waren schon mal Bienen, das muss ein toller Ort sein, da gehen wir rein. Ne? Also man kann mit Wachsmottenduft kann man Schwärme anlocken. Ja? Man muss nicht teure Schwarmlockmittel kaufen. Ne? Ja. Ja, auch eine Idee. Ja. Ja, interessant. Also ich finde es sehr interessant. Auch die Namensgebung finde ich sehr interessant.
Ja. Ja, was kannst du uns noch für Krankheiten nennen? Ja, das war es eigentlich schon. Das sind so, ja, schreibt gerne in die Kommentare, wenn euch noch was einfällt. Mir fällt jetzt nichts mehr weiter ein. Mäuse kommen vor, Wachsmotte hat, glaube ich, jeder mal irgendwann, wenn er mal irgendwo ein paar Waben vergisst. Beutenkäfer ist noch kein Thema, soll auch so bleiben. Varroa haben wir alle, kriegen wir nicht mehr weg. Wir brauchen Bienen, die damit klarkommen. Joa, und ansonsten, ja, eben halt gesunde, starke Bienen züchten, vitale Völker haben, gut klimatisierte Kisten und das meiste ist kein Ding. Und eben halt Hygiene, Hygiene, Hygiene. Leere Kästen einmal ausflammen oder mit Natronlauge auswaschen, wie gesagt. Und ja, dann dürfte man da ziemlich frei von durchkommen. Und ja, natürlich auch die Ernährung der Bienen halt. Starke, gesunde Völker hat man, wenn man denen viel Honig lässt. Ne? Also das Brutnest sollte tabu sein, da sollte man keinen Honig rausnehmen. Und möglichst auch so gut es geht, auf eigenem Honig überwintern lassen, dass die, sofern es kein Waldhonig ist oder Heidehonig, Rapshonig, ja, damit kommen die Bienen gut klar, das können die gut gebrauchen, das hat alles, was es braucht. Und das sind so die Faktoren, ne, wo man das halt verhindern kann. Ne. Ja, so super zusammengefasst. Vielen lieben Dank, Bernd. Ja, wenn uns noch was dazu einfällt oder Kommentare unter dem Video erscheinen oder zu dir gelangen, dann können wir uns gerne noch mal mit diesem Thema befassen. Aber du hast jetzt, ja, du hast das alles so fein zusammengefasst. Ich glaube, wir haben erstmal das Thema Krankheiten und Schädlinge von Bienen beendet. Ja, ich denke auch, das war jetzt so, ja, es hören ja nicht nur welche zu, die schon Bienen haben, auch welche, die sich vielleicht interessieren, Bienen anzuschaffen. Schon mal ganz gut, wenn man so weiß, dass nicht immer nur alles schick ist in der Imkerei. Es ist A, viel Arbeit, eine große Verantwortung auch aufgrund auch dieser Faulbrutgeschichte, dass man da wirklich nicht einfach die Kisten dahinstellt und verwahrlosen lässt, dass man sich halt auch drum kümmert. Ja, und genau. Sollte selbstverständlich sein. Und ja, mit diesen Worten denke ich, schließen wir jetzt dieses Interview. Ich bedanke mich ganz herzlich wieder bei dir, Bernd. Vielen lieben Dank, dass du dich immer so einsetzt für die Imker, für die Bienen, für uns Menschen damit und dass du uns immer so liebe Interviews gibst. Ich hoffe, unsere Zuschauer genießen das. Ja, und ich freue mich, dich wieder einladen zu dürfen. Ja, immer wieder sehr gerne, ja. Und das ist halt meine größte Freude. Also ich wache morgens auf und denke Bienen und gehe abends ins Bett und denke Bienen. Und selbst jetzt im Winter, wo es ein bisschen ruhiger ist in der Imkerei, ja, es ist halt, ja, da macht es besonders Freude auch hier diese Interviews. Und genau, immer wieder gerne. Ja, dann freue ich mich aufs nächste Mal. Bis dahin, ciao. Ja, ich bedanke mich auch bei dir für dieses tolle Gespräch und ja, auch bei allen Zuschauern, die hier zugehört und zugeschaut haben. Und ja, wünsche euch eine glückliche Zeit, eine schöne Zeit. Genießt die ruhigen Wintertage und ja, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe euch. Tschüss.